Hi, ich bin der Günther. Ich sollte langsam lernen, mein Mikrofon, bevor ich beginne zu reden, runterzuklappen. Und damit willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Letzte Folge war an sich ein bisschen Dungeon Gameplay. Wir haben Zwirfinst am Kecleon-Markt getroffen und dabei auch erfahren, dass... Scheiße, welche Form der Entwicklungsreihe waren das jetzt? Ich hoffe... Azuril und Meryl, wenn nicht, wäre das traurig, dass die beiden auf jeden Fall ein Item, das sie seit einer Ewigkeit suchen, dass jemand ihnen einen Tipp gegeben hat, wo es liegen könnte. Jetzt sind wir beim Abendessen und Plauderguy nervt noch vorher. Halt, stopp! Bevor wir zu Abend essen, es gibt da noch etwas, das ich euch mitteilen will. Hey. Jetzt komm schon, ich will essen! Ruhe! Wie wir gerade erfahren haben, es wurde noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen. Bitte was? Noch ein Zahnrad der Zeit? Es wurde noch eins gestohlen? Ist es vielleicht das vom Nebelsee? Nein, ist es nicht. Das gestohlene Zahnrad der Zeit ist nicht das vom Nebelsee. Anscheinend war es ein anderes. Gute Feststellung, Plaudergeil. Ich dachte, wenn es nicht das vom Nebelsee war, das gestohlen wurde, war es kein anderes. Aber das ist bereits das zweite Zahnrad der Zeit, das gestohlen wurde. Es wäre ausgesprochen schlimm, wenn ein drittes gestohlen werden würde. Und ich klinge trotzdem glücklich. Seid versichert, dass ich euch allen voll und ganz vertraue. Aber ich muss eines klarstellen. Ihr dürft niemals irgendwem erzählen, was ihr auf unserer Expedition gesehen habt. Verstanden? Natürlich. Ihr habt keine große Klappe. Doch. Ich würde das Versprechen an Seffi nie vergessen. Okay, seid still! Tut mir leid, dass ich euch aufgehalten habe. Ohne weitere Umschweife essen wir jetzt dieses Fastfood. Ja. Das zweite Zahnrad der Zeit wurde gestohlen. Das ist natürlich nicht unbedingt praktisch. Vor dem Essen sagte Plaudergeil, dass noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen wurde. Nee! Echt? Jetzt sind es schon zwei! Ich kann mir nicht vorstellen, wer sie stiehlt. Was sollte irgendwer überhaupt mit Zahnrädern der Zeit anstellen wollen? Ich verstehe das nicht. Das ist aber nicht das Einzige, das ich nicht verstehe. Ich verstehe vieles nicht. Wer bin ich und was mache ich in meinem Haus? Ich meine... Hallo, ich drück doch. Ich weiß es auch nicht. Aber das ist ja auch nichts Neues. Als ich am Nebelsee zum ersten Mal ein Zahnrad der Zeit sah... Als ich das Zahnrad der Zeit da... Da? Ich kann heute wieder gut reden. Das wird bald lustig. Ich will ja nicht zu viel verraten, aber wenn wir dann die 100 Abonnenten voll gemacht haben irgendwann, wird ein Teil des Specials sein, dass ich immer beweise, wie gut ich wirklich im Vorlesen bin und was ich wirklich kann, was das angeht inzwischen. Weil ich ja immer sage, wie sehr sich meine Stimme durch YouTube verbessert hat. Das wird interessant, das kann ich euch sagen. Also als ich das Zahnrad der Zeit gesehen habe, nicht da, warum hat mein Herz da so gepocht? Bin ich etwa jetzt Bluthochdruckpatient? Ich denke mir wahrscheinlich zu viel dabei. Mein Puls fing an zu rasen, als ich das Zahnrad der Zeit gesehen habe. Und als die Zahnräder und dass die Zahnräder der Zeit gestohlen werden, das wird wirklich lustig. Nee, es gibt keinen Zusammenhang. Weißt du, wenn ich so drüber nachdenke, Schmünter, es kommt mir so vor, als wäre die Expedition zum Nebelsee schon sehr lange her. Dabei war sie erst vor ein paar Tagen. War der Ausblick nicht toll?
Es war wie in einem Traum, wie es Selfe wohl geht, ob es ihm wohl gut geht. Ganz zufällig kommt jetzt sicher ein Ausblick darauf, was Selfe gerade macht. Ich wusste es. Ich wusste, ich hätte ihn nicht trauen sollen. Kurz nachdem sie ging, da kam ein anderes Pokémon. Aber dieses Pokémon, es stahl das Zahnrad der Zeit. Nicht Holz, nicht Stein, Stahl. Klasse Gag meinerseits wieder. Ich hätte es tun sollen. Ich hätte ihr Gedächtnis löschen sollen, als ich die Chance hatte. Ich weiß nicht genau, wovon du redest, aber du irrst dich. Niemand hat mich hergeführt, niemand hat mir von diesem Mord erzählt. Dass hier ein Zahnrad der Zeit gibt, weiß ich schon lange. Ich will keinen Streit mit dir, aber ich werde es mitnehmen. Das dritte Zahnrad der Zeit. Übrigens, jetzt mal, ich will ja nicht spoilern und das ist auch kein Spoiler, aber der Typ weiß das noch nicht lange. Wer die Story kennt, weiß auch, wie ich das meine. Aufstehen, es ist morgen! Moin. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange es dauert, bis das in der Gilde bekannt wird. Dass wir hier noch ein Zahnrad der Zeit verloren haben. Okay, Pokémon, Zeit an die Arbeit zu gehen. So, darf ich Jobs machen? Ja, geben wir uns aber... Was? Okay, verstanden, Wahl. Ihr zwei, Gelbwahlcode. Warum heißen wir so? Ich meine, ja. Du hast uns gerufen. Besuch für euch. Besuch? Haben wir Freunde? Nee, wahrscheinlich irgendein Vertreter. Und kauft keinen Staubsauger. Wir haben schon einen. Wer könnte das sonst sein? Hallo, möchte ich eine Glasscheibe kaufen? Nee, Fragezeichen und Schmünter, hallo. Oh, ihr seid's. Wir haben gehört, dass wir Besuch haben. Seid ihr das? Nee, die anderen Pokémon, die am Gildeneingang warten, sind's. Wer sonst? Wir wollten Team Gelbwahlcode um Hilfe bitten. Schön, dass du mich ansprichst und dabei in der dritten Person über mich... In der dritten Person schon, aber halt im Plural. Schön, dass ihr in der dritten Person über uns redet, während ihr uns ansprecht. Um Hilfe? Ja. Ihr müsst uns helfen, unseren Schwimmreif zu finden. Euren Schwimmreif? Habt ihr nicht schon früher danach gesucht? Nach diesem Schwimmreif? Ja, jemand hat gesagt, dass er am Strand liegt. Wir haben dort nachgesehen. Aber er war nicht da. Stattdessen haben wir das hier gefunden. Dieses Stück Papier? Da steht was drauf. Könnte das ein Brief sein? Ich meine, Fragezeichen, man liest die Nachricht auf dem Stück Papier. Mal sehen, was steht da? Der Schwimmreif, der am Strand lag. Er gehört jetzt uns. Versucht doch, ihn uns abzunehmen. Wir warten im tiefsten Teil der Ampere-Ebene auf euch. Aber ihr seid scheiße. Ihr könnt uns wahrscheinlich nicht mal finden. Zu viel für euch? Dann rennt doch zu euren großen Freunden und fleht sie um Hilfe an. Ey, diese Nachricht... Das ist ein Erpresserbrief oder etwa nicht? Und warum schreibt man seine Lache mit auf einen Brief? Junge! Auf diesem Brief steht eine fucking Lache. Versprecht mir, dass ihr nicht selbst geht. Ich vermute eine Falle. Aber der Schwimmreif bedeutet uns sehr viel. Also, dass ihr nicht wisst, von wem das ist, ist ein Armutszeugnis. Ich kann dazu nicht an so einen gefährlichen Ort mitnehmen. Ich hab gesagt, ich gehe mit. Das ist zu viel für dich. Ich will nicht, dass du in Gefahr gerätst. Ich ging alleine zur Ampere-Ebene, aber ich bin tot. Wegen der Elektro-Pokémon. Aber das ging nicht. Ich hasse es einfach, dass ich auch kacke bin. Kein Problem, ich weiß, was wir machen. Wir werden den Schwimmreif holen. Echt? Was würdet ihr tun? Nee. Okay. Tut uns leid, dass wir euch damit belästigen. Solltet mal eure Gesichter sehen, jetzt kommt schon. Okay, wir holen zurück. Gehen wir Schmünzer. Bitte lass mir noch... Okay, ich hab noch Vorbereitungen.
aber ich möchte jetzt hier eine kurze Diskussion in den Kommentaren starten. Was sagt ihr? Ah ja, stimmt, wir haben ja sogar ein Ei bekommen. So, mich würde jetzt eben echt interessieren, was ihr davon haltet, dass auf diesem Brief eine Lache drauf stand. Das ist doch komplett bescheuert. Vor allem, weil man an dieser Lache auch null erkennen kann, von wem der Brief nur sein könnte. Ich habe absolut keine Idee. Team Skull. Macht Karten neben sich. Ja, die nehme ich mit. Ich weiß mal wieder mehr als ihr, deswegen. Aber was ich auch machen muss. Wie viele Belebersamen habe ich? 3. 2 nehme ich mit. Dann habe ich jetzt 3 einstecken, weil einer noch da war. Wie viel Geld habe ich auf dem Konto? Je nachdem hole ich mir vielleicht noch einen. Lass mal. Ich werde das schon auch so packen. Na dann, auf zur Ampere-Ebene. Die Musik ist eine der beliebtesten im Spiel tatsächlich. Auch wenn ich sagen muss, ich mag die nicht so. Oder ich weiß gar nicht, ob es die war oder ob es nicht so war, dass es schon im Vorgänger diese Musik gab. Es muss der Eingang zu... Ah, nein, aber in einem Nachfolger normalerweise. Super Mystery Dungeon. Es muss der Eingang zur Ampere-Ebene sein. Ich kann mir nicht vorstellen, welche Rohlinge sowas tun wird. Ich kommentiere das gar nicht mehr. Du kannst dir das nicht vorstellen. Du überlegst jetzt erstmal, wer wäre im Kopf hohl genug, um eine Lache auf einen Brief zu schreiben? Und dann überlegst du nochmal, was das für eine Lache war. Weil diese Lache kennen wir ganz bestimmt nicht. Nein. Wie komme ich denn auf solche Ideen? Jetzt mal mehr. Ich meine, ich will ja auch nicht spoilern für die, die einen genauso hohen IQ wie Fragezeichen-Man haben. Aber ich muss schon sagen, eine kleine Anspielung hatte ich ja auch schon ein bisschen so. Team Skull! Aber, ja. Also solltet ihr das wie... Ein Moment. Sehr schön. Meine Mutter hat mich gerade gefragt, was ich mache, weil wir haben im Moment kein Internet, weil wir den Anbieter heute wechseln und unser Alter hat schon abgeschaltet. Ich bin froh, dass wir endlich da weg sind. Ich will ja auch hier niemanden schlecht reden, aber... Wenn ihr dasselbe Problem wie wir habt, gehen wir jetzt mal davon aus, dass mein vorheriger Anbieter eine sehr bekannte Anbieter ist das Wort, das ich suche. Ein sehr bekannter Anbieter mit dem Buchstaben T war. Ja. Ja, auf jeden Fall war das gerade echt toll. Weil anscheinend war meiner Mutter nicht bewusst, dass ich nicht in dem Moment, in dem ich ein Video aufnehme, es auch hochlade.
Ich meine, echt jetzt? Sie hat es dann auch verstanden mit den Worten. Ach stimmt, du lädst die Videos ja erst nach dem Aufnehmen hoch. Nee, ich lade die erst hoch, dann nehme ich sie auf. Ein Livestream ist das hier nicht. Ja. Das fand ich gerade echt toll. Falscher Knopf, den Knopf wollte ich. Und zwar um deine Schnauze. Schön, dass man hier noch Elektro-Pokémon paralysieren kann. Stimmt's nicht? Wow, nichts geschieht. Glückwunsch. Ein Appellohr. Ein Chaosohr. Glaubt mir, die Orbs werden wichtig in der Siemelbeere, aber nicht. Boah, heul leiser. Rennen wir über dieses Feld, dann passt's. Und jetzt hier runter, weil oben ist ein Pokémon gekommen. Außerdem wusste ich, dass ich hier so schnell zur Treppe komme. Ja. Das wusste ich. Ich habe wieder mal keine Ahnung, wie lang dieser Dungeon ist. Hoffe aber einfach, dass er vielleicht kurz genug ist, dass ich ihn heute noch abschließen kann. Alter. Ich gehe gleich den Supermarkt bei mir verkaufen. Triff doch, du! So. Sehr schön. Wenn wir jetzt endlich das Voltilam besiegt haben nach einem harten Kampf. Übrigens, nur um das nochmal zu erwähnen, ich will ja nicht auf meine Maximal-KP hinweisen, wenn ihr versteht, was ich meine. Comedy Gold. Ja, läuft ganz gut im Moment. Ich sag euch, hat's begonnen zu regnen draußen. Das war nicht, was ich euch sagen wollte. Ach, Level 18 für Schmünter. Aber ich sag euch, wenn ihr die 69 nicht kennt, dann habt ihr was in eurem Leben falsch gemacht. Ich hab einen Schaf gegessen. Mit Fell. Wolle. Lebend. Oh, jetzt ist er schneller als wir. Guckt euch den an, wie er rennt. Diese Giraffe. Ja, die Ebene hätte auch schneller gehen können. Oh, boah, das Wetter heute. Also, ich muss sagen, ich bin ja froh, wenn es mal nicht so heiß ist, sondern regnet. Sehr schön in die falsche Richtung. Ich spiele gerade wieder relativ bescheiden. Problem ist auch, dass mir hier ach, habe ich ja keinen Platz. Dann nehme ich einfach mal. Spezialverteidigung steigt. Und ich habe eben meinen Magen gefüllt. Ha, habt ihr gesehen, wie ich das Vati outplayed habe? Nur um es jetzt in dieser Situation zu haben. Und diese Bärenkräfte zu bekommen. Ja, Level Up auch für Fragezeichen, man. Ich habe eine Siemelbeere dabei, die kann ich ja wohl. Ich meine, ist jetzt nicht so, als ob ich die TM nutze, aber hä, ich hab doch eine Siemelbeere. Doch nicht.
doch. Ich rechne mit. Ach, du heilige Kacke! Und draußen hat, Alter, als ich mit der Aufnahme begonnen habe, hat die Sonne geschienen. Jetzt ist draußen gerade fucking Sturm. Der Himmel ist kackdunkel. Und ich sehe hier auch schwarz. Vor allem, ich werde jetzt, auch wenn das eine Kacksituation ist, nochmal saven, weil ansonsten muss ich das Ganze hier neu machen. Ich habe, ja doch, ich habe... Welchen Ort nehme ich? So, damit sind sie zwar theoretisch noch hier auf der Ebene, aber können mir halt nichts. Warte, das Geld nehme ich auch noch. Hallo? Achso, ich dachte, man hat die Tür geöffnet. Nee, das ist der Wind. Wir müssten bald am tiefsten Punkt angelangt sein. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Aha, Cutscene. Währenddessen ein Schatzstadt. Ah, verstehe. Das ist also mit eurem Schwimmreif passiert. Was für eine Gemeinheit. Das Team von Schwimmter ist auf dem Weg dorthin, ja? Ja. Sie haben gesagt, sie wollen ihn für uns holen. Das freut mich für euch. Ihr könnt beruhigt sein. Immerhin kümmert sich jetzt ein Team, das nach der Kacke von einem Wal, den es nicht einmal gibt, benannt ist darum. Das ist keine Ermutigung. Okay, sie haben auch schon mal Cyril gerettet. Guten Tag allerseits. Worum geht es denn? Hallo Zwirfinst, wir sprechen über das verlorene Item von Meryl. Erinnerst du dich, wir haben uns erst kürzlich drüber unterhalten? Natürlich. Ich glaube, du meinst den Schwimmreif, oder? Du hattest gehört, dass er am Strand liegt, wenn ich mich recht erinnere. Genau, genau. Aber jetzt gibt es Neuigkeiten. Kecleon erklärt Zwirfinst das Geschehen. Ich verstehe, das ist wirklich schrecklich. Es ist schwer vorstellbar, dass jemand so hinterhältig sein kann. Wer so tief sinkt, muss schon erbärmlicher Kackspaten sein. Finde ich auch. Kindern gegenüber so gemein zu sein und dann noch zu so kleinen Kindern wie diesen Brüdern. Das ist unentschuldbar. Noch eine Sache. Wohin ist Team Gelbwalcode gegangen? Sind zur Ampere-Ebene gegangen. Wie bitte? Sagtest du zur Ampere-Ebene? Aber die Ampere-Ebene ist zu dieser Jahreszeit die Saison der... Nein, das ist fatal. Team Gelbwalcode schwebt in ernster Gefahr. Nee, ich bin zu gut dafür. Was? Ich muss sofort zur Ampere-Ebene. Warte, warte, jetzt schiller. Ach, ich und Gefahr. Ich mach alles kaputt. Nee, leider hat er nicht ganz unrecht. Leider hat er da nicht ganz unrecht. Ich kümmere mich mal darum hier. So. Na dann. Okay, hat auch so funktioniert, auch wenn ich natürlich diagonal nach hinten wollte. Boah, Alter, geht's draußen gerade ab. Yay, Paralyse. Ja, aber nicht auf Fragezeichen, man. Das hat er nicht getankt. So, hier ist die Treppe.
Ich glaube aber nicht, ehrlich gesagt, dass ich hier heute noch durchkomme. Aber wie gesagt, Zwirfinst hat leider nicht unrecht. Das wird nicht einfach, was mich hier erwartet. Und ich habe auch deswegen so viele Oh, scheiße. Warte, Moment. Ich muss an irgendwem meinen Frust auslassen. Natürlich läuft Fragezeichen Man in eine ganz andere Richtung. So, gegen Soos. Nicht tauschen, sondern... Ich meine, vom Boden essen ist sicher gesund. Vor allem mitten in einer wilden Gegend. Mach nicht so ein Aufruhr. Fragezeichen, man kümmert sich um die Dinger. Oh, schön, so eine Ebene bräuchte ich. Flairsamen oder Spiralband, beides nicht unbedingt wichtig. Okay, jetzt wird's anspruchsvoll. Ich sage, es wird anspruchsvoller und mach so einen tollen Play. Okay, das wird mir alles nichts bringen. Ja, kann ich nochmal draufhauen, der ist jetzt eh tot. Dann, wie viel macht das? Oh, was geil. Damit sind die alle tot. Wie viele Spiralbänder gibt's hier bitte? Was für ein Orb? Oh, Ashtar. Ich laufe erstmal wieder 2 Kilometer weg, bevor ich das sehe. Brauche ich anders als Appellort. Ich habe gerade nur Angst. Ich denke mal, dass ein Bosskampf kommt. Ist inzwischen eben klar, deswegen ist das nicht unbedingt ein Spoiler. Weil ich weiß, zumindest... Ich weiß, dass es auf jeden Fall in späteren Mystery Dungeons so ist, dass man bei Bosskämpfen keine Orbs benutzen kann. Und wenn das hier auch der Fall ist, habe ich ein Problem. Auch wenn der Kampf nicht so schwierig wird wie in meinem ersten Let's Play. Was für ein bedrohlicher Ort. Das ist unglaublich. Es sieht aus, als wenn hier jederzeit der Blitz einschlagen kann. Am besten verlassen wir den gefährlichen Ort so schnell wie... Huch. Da drüben. Das ist ein fucking Ring und kein Schwimmreifen. Ist er das Schmünter? Ist das der Schwimmreif? Sehen wir uns das genauer an. Weshalb seid ihr hergekommen? Das ist unser Revier. Hier ist jemand, verstecken wir uns. Hey, wollt ich also verstecken? Wie niedlich. Schon gut, um ehrlich zu sein, wären wir eigentlich recht dankbar, wenn ihr so weitermachen würdet. Wir schleichen uns also so nah wie möglich heran. Alles klar, machen wir sie fertig. Nicht so, wenn wir hier bleiben, ist es vorbei. Wer bist du? Zeig dich. Mein Name ist Voltenso. Ich bin der Anführer dieser Fritzelblitz, die auf einmal um euch herumstehen. Hä? Wie geht das? Und nun macht euch bereit zu kämpfen. Ja. Ein Bosskampf gegen... habt ihr das gesehen? Ich hätte fast Loadstack. Ein Bosskampf gegen 27 fucking Fritzelblitz zusammen mit einem Voltenso. Könnt ihr euch vorstellen, wie lustig dieser Kampf in meinem ersten Projekt war? Ihr wisst schon, dem... Ich bin sowas von im Eimer! Ihr wisst schon, dem Let's Play, in dem ich zufällig ein Wasser-Pokémon hatte. Die erste Runde kann ich eh nicht wirklich was machen. Ich denke, es ist sinnvoll, wenn ich
Was für Schlug fehl, Alter? Ich dachte, das geht in dem Spiel. Es ist richtig mies. Was kann ich hier gescheit machen? Hier sind so viele von den Dingern. Ich wette, ein Hit reicht nicht. Ja. Zwei Hits für so ein Viech. Und die Dinger boosten sich. Ja, erster Belebersamen ist weg. Hallo. Danke. Willst du mich verarschen? Ich drück diagonal! Digga, das funktioniert einfach nicht. Jetzt drück ich einmal und der... Ah ja, aber ich kann den so über die Ecke eh nicht treffen. Ja, cool, wir haben zwei von den Dingern down. Tackle, ruckzucki. Normaler Hit. Okay, Voltenso hat nichts gemacht. Das macht es ein bisschen einfacher. Wie viel mache ich damit auf? Blitzfänger. Alter, ich denke die ganze Zeit. Ja, sehr gut, heil dich selbst. Ich kann nicht treffen, oder? Scheiße. Ich wollte nicht laufen, Alter. Okay, ich habe wenig Leben, aber das ist eigentlich ganz gechillt. Das Ding kann mir eh nicht so viel. Gönne ich mir mal kurz eine Sinelbeere. Ah, schade. Fragezeichen Man hat's nicht down. Komm, es leben nur noch voll wenige. Der Kampf läuft. Deswegen konnte ich es auch nicht paralysieren. Stimmt, weil ich um die Ecke stand. Ja, ich werde hier jetzt ein bisschen gegruppenmobbt. Sehr gut, Fragezeichen, Man. Haut Voltenso ne rein. Und Voltenso ist raus. Wann endet meine Paralyse? Jetzt. Das Ding unter mir ist jetzt tot. Als ob ein Belebersamen nur. Ich hab gedacht, der Kampf wird richtig schwer. Aber das war's. Ah, ihr wagt es. Jetzt wart mal eine Sekunde, wir sind nicht hier, um euch euer Revier streitig zu machen. Halt's Maul! Halt, stopp. Sofort aufhören. Sie sagen die Wahrheit. Sie sind hier eingedrungen, aber sie wollen euer Revier nicht nehmen. Zwirfins! Du, wer bist du? Ich bin Zwirfins, der Erkunder. Voltenso, du hast jedes Recht, so wütend zu sein. Vor allem, wenn man bedenkt, welches Leid euer Stamm hier schon ertragen musste. Eure Feindseligkeit gegenüber jedem Eindringling ist nur natürlich. Dieser Ort ist eure Zuflucht. Ein Ort, an dem ihr Trost findet. Ich verstehe euch vollkommen. Im Namen dieser unwissenden Eindringlinge bitte ich euch aufrichtig um Verzeihung. Sie sind hier unerlaubterweise angedrungen, aber ohne schlechte Absicht. Sie wollen euch nichts Böses. Wir werden euch in Ruhe lassen, sobald wir gefunden haben, was wir suchen. Bitte glaubt mir, Voltenso. Du scheinst viel über uns zu wissen, Zwirfinst. Du behauptest, sie wollen uns nichts Böses. Also gut, ich glaub dir, Zwirfinst. Ihr sollt etwas Zeit haben. Ich erwarte, dass ihr verschwunden seid, wenn wir wieder zurück sind. Kommt. Vielen Dank, Zwirfinst. Ja, es wird jetzt noch einen kleinen Dialog geben. Aber... genau, erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wenn ihr den Part mit einem Bosskampf gefeiert habt, dann gebt doch ein Like. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert, damit wir die 100 Abonnenten so schnell wie möglich knacken.
bis zum nächsten Mal. Ciao.